Wenn etwas passiert, wenn etwas unmittelbar und ganz schnell auf den Sender muss, dann ist er auch sehr schnell auf dem Sender. Elmar Theresen, der stellvertretende Chefredakteur des ZDF und eben auch der Terrorexperte des ZDF. Herzlich willkommen. Be first, but first be right. Also es nutzt uns überhaupt nichts, als Erster auf den Sender zu springen und Blödsinn oder Spekulationen zu verbreiten. Für uns ist das sehr wichtig, schnell zu sein und auch live zu berichten, aber es muss so sein, dass es nicht zur Panik, sondern eher zur vernünftigen Information und damit auch ein Stück zur Ruhe beitragen kann. Wir müssen sicherstellen, dass wir sorgfältig recherchieren. Oberstes Gebot ist die journalistische Sorgfalt. Was, wenn man drauf ist, wichtig ist, Redundanz. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Weil auch das trägt dazu bei, dass die Leute nicht nur das Gefühl haben, sondern wirklich überzeugt sein können, wir wollen hier nicht wild spekulieren, sondern wir berichten ihnen das, auf was sie sich wirklich zu dem Zeitpunkt schon verlassen. Ich habe über die PKK, die deutschen Straßen blockiert haben, wo es Selbstverbrennungen gegeben hat, wo es eine Störung des Generalkonsulats in München gegeben hat, berichtet. Ich habe über die Bad Kleinen-Affäre berichtet, RAF. Mit der Zeit legt man sich dann, sage ich ganz ehrlich, in so einer Situation auch so eine Art Schutzmechanismus zu. Also dass man tatsächlich sich auf die Arbeit konzentriert und das Schreckliche nicht so nah an sich ranlässt. Aber es bleibt ein Stück weit in den Kleidern hängen und wir müssen es dann hinterher auch im Gespräch miteinander, müssen wir es auch verarbeiten. Die Geschwindigkeit, mit der nicht nur Informationen, sondern vor allen Dingen Bilder, auch Bewegtbilder sich verbreiten von schrecklichen Geschehen, weil Abschaum, ich nenne sie mal so, Menschen, die sich überhaupt nicht an Menschen nach Menschenwürde richten oder anderen Dingen, diese Bilder drehen und dann ins Netz stellen, ungefiltert. Bilder wie dieses Anschlag Charlie Hebdo, zeigen Sie das? Wer würde es überhaupt nicht zeigen? Warum? Also ich finde, es reicht, wenn man es erzählt. Es ändert nichts an der Tat. Ein Tatbestand, wenn mir was passiert ist, wenn ich das Video zeige oder nicht. Also ich glaube, jeder hat dazu irgendwie dann Bilder im Kopf und braucht es nicht sehen. Wir haben uns tatsächlich entschieden, die Bilder zu zeigen, aber eben indem wir den Polizisten verpixelt haben. Weil die Würde des Menschen gilt, egal ob er lebt, ob er tot ist, die Würde des Menschen steht über allem. Wir landen meistens eher auf der Seite der Menschenwürde und wenig auf der Seite der berechtigten Interesse. Es gibt andere Medien in Deutschland, die landen fast nur auf der Seite des Interesses. Aber noch nicht mal des berechtigten Interesses, weil bei denen definiert sich das danach, was erzielt die meisten Klicks und was die höchsten Zuschauerraten. Also nach dem Motto, wenn es die Leute interessiert, dürfen wir es auch senden. Aber wenn die Leidenschaft fehlt, sind sie kein guter Journalist. Sie müssen vor allen Dingen die Leidenschaft haben, Geschichten zu erzählen, nah an den Menschen Dinge aufzuklären. Das ist nach wie vor das Allerwichtigste. Vielen Dank von unserer Seite für das tolle Gespräch. Vielen Dank auch an euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank.